Sie ist die große Siegerin der HR-Bert-Verleihung. Gertrude Schatzdorfer-Wölfel gewinnt den Personalpreis der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria für ihr Lebenswerk. Die gelernte Kindergärtnerin hat vor 25 Jahren quasi über Nacht das Familienunternehmen übernommen. Schatzdorfer Gerätebau in Zipf, ein technischer Industriebetrieb mit mittlerweile rund 100 Mitarbeitern. Das Wichtigste, glaube ich, ist bei allem, dass man sich selber treu bleibt. Weil ein Unternehmen ist ja nicht jeden Tag Hochkonjunktur, wie wir jetzt gerade sehen. Ja? Sondern da geht es schon darum, das ist wie bei einem Bergführer, der vorn geht und auch wenn der Nebel ist, dann erwarten sie die Leute, die mitgehen am Berg, dass sie der oder die vorn auskennt. Und das ist einfach mein persönlicher Anspruch. Dass ich die Leute gut aufbringe, dass sie gern mit mir gehen und dass man Spaß haben beim Wandern. Die Gerte Schatzdorfer hat vor über 20 Jahren schon diese sehr mitarbeiterorientierte Unternehmensführung nicht nur gepredigt, sondern auch selbst gelebt. Hat sich um Frauenförderung gekümmert, hat sich um das Thema Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe im Betrieb sehr, sehr stark definiert und war damit vor 20 Jahren schon erfolgreich. 250 Personalmanager sind zur Preisverleihung ins JKU Unicenter gekommen. Untertags haben sie in Workshops bei der HR Connects Tagung über Strategien gegen den Fachkräftemangel diskutiert. Da geht es darum, neue Arbeitskräfte zu gewinnen, bestehende weiterzuentwickeln, Karriereverläufe letztlich aufzuzeigen. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, wir müssen die Leute länger in Beschäftigung halten, wir müssen die Stunden von den Teilzeitbeschäftigten erhöhen, wir müssen produktiver sein, wir müssen künstliche Intelligenz einsetzen. Die innovativsten und nachhaltigsten Personalkonzepte sind mit dem HR-Bert ausgezeichnet worden. Knapp 40 Unternehmen haben Projekte eingereicht. Die Firmen Rubblemaster und Econ holen sich den Titel in der Kategorie Nachhaltigkeit. Die Eurothermen-Ressorts und die Digital Mile Links haben die innovativste Idee gehabt. Den Jurypreis für außerordentliche Leistungen gewinnt die Initiative Lebensraum in Viertel. Gerade das Thema Nachhaltigkeit in HR, sehr viele Lehrlingsthemen, sehr viele Personalentwicklungsthemen. Also es war wirklich so, dass die Jury zu tun gehabt hat, da halt dann wirklich also den einen Preisträger herauszufinden. Also leicht zum Gewinnen war der Preis heuer nicht. Neben dem Pokal bekommen die Sieger auch eine Fernsehunternehmensreportage. LT1 zeigt die erfolgreichen Projekte in den kommenden Wochen in Oberösterreich aktuell.